Wenn mich jemand fragt, wo ich geboren und aufgewachsen bin, dann sage ich nie nur einen Ortsnamen, sondern ich sage immer den Satz, ich komme aus Mahl, das ist die Stadt mit dem Grimme-Institut. Und es funktioniert in dem Bereich, ja, da bin ich aufgewachsen, es funktioniert in so einer Runde hier ganz wunderbar und in dem Bereich, in dem ich arbeite, weil in der Medienbranche einfach jeder und jede sofort weiß, ah ja, kenne ich, bin ich vielleicht auch schon mal gewesen für die Verleihung des Grimme-Preis, die ja da immer im Theater Mahl ist, traditionell. Und obwohl ich schon wirklich, ich glaube, 20.000 Mal in meinem Leben an Ihrem Büro vorbeigefahren bin, auf dem Weg zu meinen Eltern zum Beispiel in den vergangenen Jahren, haben wir uns noch nie persönlich getroffen und das holen wir jetzt heute hier auf dieser Bühne nach. Herzlich willkommen, die Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach. Hallo, bitteschön. Frau Gerlach, wie schön. Sie arbeiten seit 8 Jahren mittlerweile in Mahl im Grimme-Institut, wohnen aber in Düsseldorf. Deswegen muss ich das quasi fragen, Ruhrgebiet oder Rheinland? Ich würde sagen, das Beste aus beiden Welten, Nordrhein-Westfalen, und beide Städte stehen für einen Landesteil. Und ich muss sagen, also ich bin Schleswig-Holsteinerin, also eher nordisch geprägt, aber assimilierte. auch vertreten. Aber eben seit 1986 im Rheinland, also assimilierte Rheinländerin. Ich fühle mich in beiden Orten wohl. Ich kenne viele Ecken von Mahl. Schade, dass wir uns noch nicht gesehen haben. Ich winke nächste Mal oder klingel, wenn ich vorbeifahre. Unbedingt. Ich habe wirklich ein wundervolles Büro. Ja. Genau, also das war jetzt immer die diplomatischste Antwort. Ich werde das auch immer mal wieder gefragt, Ruhrgebiet oder Rheinland. Das merke ich mir, das Beste aus beiden Welten ist immer das Beste. Und tatsächlich gab es in diesem Jahr eine große Neuerung, auch für die Jury des Grimme Online Awards. Da war es so, dass sie in den vergangenen Jahren immer in Düsseldorf getagt hat und in diesem Jahr zum ersten Mal in Mahl, was wahrscheinlich einfach rein vom Gefühl schon eine Veränderung war. Gab es sonst noch irgendwas, was in diesem Jahr bei der Jury-Sitzung irgendwie besonders oder anders oder neu war im Vergleich zu anderen Jahren? Ich muss vielleicht noch mal kurz erklären, warum die Jury- und Nominierungskommission bislang in Düsseldorf getagt haben. Es war nämlich so, Herr Hagedorn ist da, der Erfinder des Grimme Online Award hier irgendwo im Saal. Da war es so zu den Anfangszeiten, 24 Jahre her, da gab es noch nicht so ein gutes Netz in Mahl. Also das war ein bisschen problematisch. Also jetzt ist okay. Falls jemand von der Stadt Mahl zuschaut, alles es gut in Mahl. Ganz super. Und deswegen finden jetzt auch die Jury- und Nominierungskommissionssitzungen in Mahl statt, wie auch für den Preis und auch für den Deutschen Radiopreis. Und ich freue mich sehr, dass alle auch gerne nach Mahl kommen. Ich könnte jetzt auch viel über diese Stadt erzählen, aber wir wollen das Thema wechseln. Stelle. Ja, und anderes, was besonders war, ich meine, geprägt in den letzten 3 Jahren hat halt die Corona-Pandemie und eben auch die Sichtungsarbeit, Nominierungskommission und Jury haben das bis eben auf die eine Woche in Mahl jetzt in diesem Jahr alles via Videokonferenzen gemacht. Unglaublich anstrengend, hat aber gut geklappt. Also meinen ganz, ganz herzlichen Dank an die Nominierungskommissionsmitglieder und Jurys für die harte Arbeit ohnehin, also bei der Vielzahl, aber nochmal besonders für die letzten 3 Jahre. Da können wir uns, glaube ich, nur anschließen. Das Spannende ist ja, dass Sie auch einen ganz guten Überblick haben über so die Gesamtheit der Einreichungen. Da würde mich interessieren, gibt es irgendwie eine Art Trend oder irgendeine Tendenz, die Sie ganz spannend finden, die Sie beobachtet haben bei den Einreichungen in diesem Jahr? Nein, die Qualität ist sehr groß. Also wenn man die letzten Jahre eben vergleicht, also die ausdifferenzierten Formate, die eben nicht nur von großen Anbietern und Medienhäusern zu uns kommen, sondern auch das, die etwas kleineren Angebote, die Zivilgesellschaft, die sich engagiert im Netz. All das ist von großer technischer, aber eben auch persönlicher Qualität und eben Professionalität, das fällt auf. Es ist sehr vielschichtig, also Trends kann ich nicht so richtig ausmachen, aber wenn ich vielleicht auch noch mal die letzten 8 Jahre ein bisschen Revue passieren lasse, möchte ich einmal deutlich hervorheben,
wie froh ich darüber bin, dass wir so eine robuste Zivilgesellschaft haben. Und das ist etwas, was so selten im Mittelpunkt unserer Öffentlichkeit steht. Und es liegt eben auch daran, dass eben diejenigen immer die Aufmerksamkeit bekommen, die, ich sag mal, Hass und Hetze verbreiten, aber auch eben knallig nicht nur ins Netz kommen, sondern eben auch natürlich das Schlimme und Böse, was auf der Welt ist. Aber wir haben eben eine wirklich starke Zivilgesellschaft und das sollte uns nicht nur Mut geben, sondern auch vielleicht da ein bisschen Selbstbewusstsein auch mit auf den Weg geben, dass wir krisenfest sind. Also, nochmal zusammengefasst, wenn Sie jetzt für das aktuelle Internetjahr eine Sternebewertung geben könnten, von 0 bis 5 Sternen, was bekommt das aktuelle Internetjahr von Ihnen? Naja, also Lars Gresser, gute Besserung nach Hause, ihn hat Corona erwischt. Unser Pressesprecher sagt immer, wir sind die professionellen Gutfinder. Also wir heben das heraus, nicht wir, sondern die Jurys und Nominierungskommission, die gute Qualität im Netz. Also werden Sie jedes Jahr von mir immer die höchste Punktzahl erreichen für jedes nehmen Jahr. Wir, und deswegen kann ich gar nichts anderes sagen. Vielen Dank, Frauke Gerlach.